So, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute das letzte Gruppenspiel der Sticker WM. Und das letzte Spiel ist gegen Unboxing in Play, also gegen Julian. Und ja, die Regeln müssten eigentlich bekannt sein. Jeder öffnet drei Tütchen hier, sucht seinen besten Sticker heraus und geht damit ins Rennen. Jo. Und ich starte dann jetzt mal hier mit meinem ersten Stickertütchen. Vielleicht ist ja hier schon was drin, was wirklich alles abräumt. Oh, hier Ivan Rakitic. Der ist schon mal nicht schlecht. Dann hier Kombarov. Dann haben wir hier Christian Rodriguez von Uruguay. Dann hier Taisir Al-Yassim von Saudi-Arabien. Sergio Busquets. Eigentlich auch nicht schlecht. Den lege ich mal hier hin. Schauen wir mal weiter. Vielleicht kommt ja noch irgendwas Granatenhaftes in den letzten zwei Tütchen. Hier haben wir dann Wallon Berami von der Schweiz. Dann haben wir hier Moussa Dembélé von Belgien. Ist jetzt nicht so mein Favorit. Dann hier Frank Fabra von Kolumbien. Sidibe von Frankreich. Kommt vielleicht mal in die Auswahl. Dann hier Saad El-Din Samir von Ägypten. Oh, weh, weh, weh. Es sieht eng aus. Hier haben wir jetzt Sticker-Glitzer, Glitzer-Sticker, so. Ist aber leider nicht erlaubt. Hier haben wir Marcos Rojo oder Rojo von Argentinien. Renato Augusto von Brasilien. Team Portrait von Nigeria ist auch nicht erlaubt. Ups. Und hier haben wir dann Adam Lallana. Der kennt ihr vielleicht auch noch. So, wen nehme ich denn hier jetzt? Den tue ich aus der Liste raus. Entweder hier Lallana, Busquets oder Rakitic. Aber ich glaube, ich hole Ivan Rakitic. So, ich gehe dann mit Ivan Rakitic ins letzte Gruppenspiel gegen Julian. So. Und abstimmen könnt ihr in dem Strawpoll-Link unten in der Videobeschreibung. Aber bitte fair abstimmen für den besseren Sticker, nicht für den YouTuber, wo ihr meint, er wäre der bessere, oder euer Lieblings-YouTuber. Jo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.